Du, was willst du hier? Du scheinst nicht auf einen Kampf aus zu sein. Ha, lass mich raten. Die Choshu haben die Schlacht verloren und nun kannst du nirgendwo mehr hin. Wie dem auch sei, Fürst Katamori hat mir gerade gesagt, was nun zu tun ist. Bleib, wo du bist. In Kyoto herrscht Chaos. Das muss ich dir wohl nicht sagen. Die Stadt muss sich erst erholen. Derweil leiden die Leute unter den stetigen Unruhen. Ich will, dass die Shinsengumi in der Stadt patrouilliert. Ihr müsst den Frieden wahren und die Sorgen der Leute beschwichtigen. Verstanden? Ja, Herr. Die Shinsengumi wird ohne jeden Zweifel beweisen, dass der Einfluss des Shogunats in Kyoto noch immer ungebrochen ist. Gut. Du bist begabt. Beweise uns, dass wir keine Feinde mehr sind und hilf uns bei den Patrouillen. Gute Wahl. Toshi, hast du Einwände? Ich vertraue ihr nicht, aber ich respektiere deine Entscheidung. Dann beginnen wir schon morgen früh mit unseren Patrouillen. So können wir den wahren Wert der Shinsengumi beweisen. Wir müssen die Aufgabe um jeden Preis erfüllen. Du bist gekommen. Ah, da bist du ja. Wir teilen uns in Gruppen auf und patrouillieren durch die Stadt. Du kommst mit mir. Gehen wir! Fürst Katamori erhofft sich viel von der Shinsengumi. Versagen ist keine Option. Halte Ausschau nach Gesetzlosen. Wie ich gehört habe, ziehen raubende Ronin durch Kyoto, trügen die Leute und machen Ärger. Wann immer das Gesetz gebrochen wird, sind Aufstände nicht weit. Wenn wir diesen Abschaum in die Finger kriegen, dann machen wir kurzen Prozess. Ah, aufhören! So viel Gewalt ist doch unnötig. Hey, hat das los, Monument! Hier und hier auf diesen Abschaum. So ein Abschaum wie der, das geht nur die Klippe. Hier lang. Tief die kaiserliche Stadt gesunken ist. Viele Tempel sind im letzten Krieg abgebrannt.
Roten. Oh, die Shinsengumi. Wenn ihr auf unseren Straßen wacht, fühlen wir uns viel sicherer. Wir dienen mit Stolz. Weißt du, wenn ich so etwas höre, habe ich das Gefühl, einfach alles erreichen zu können. Verdammt! Kondo und Hichikata! Verschwinden wir! Halt ihr schon! Gebt euch zu erkennen! Schiebet es dir! Heiske und ich gehen dem auf die Spur. In Ordnung, Kondo? Ich bitte darum. Wir werden derweil nach Mibu zurückkehren und Fürst Katamori Bericht erstatten. Hier lang. Hauptmann, wir brauchen Verstärkung. Da drüben sind wildgewordene Sumo-Kämpfer. Sumo-Kämpfer, hm? Na, wir haben wohl keine Wahl. Gehen wir. Gleich da vorn. Wollt ihr Händlinge etwa auch kämpfen? Euch machen wir platt! Trunkenbolde! Alle Ruhestörer, mit denen wir stark werden! Das reicht für heute mit der Patrouille. Ich werde Fürst Katamori Bericht erstatten. Ah, Kondo. Willkommen zurück. Wie verliefen die ersten Patrouillen? Wir haben ein paar Ronin gefasst, die was im Schilde führten. Und einige betrunkene Sumo-Kämpfer. Ihr könnt also schon Ergebnisse vorweisen. Genau das habe ich von der Shinsengumi erwartet. Eine Sache beschäftigt mich jedoch. Eine Bande ist geflohen, als sie uns sah. Sie haben uns gesehen und direkt erkannt. Ich frage mich, ob das Serizawas Leute waren. Serizawa? Über den habe ich schlimme Gerüchte gehört. Da könntest du tatsächlich recht haben. Serizawa ist ein Mitglied der Shinsengumi. Für seine Befragung brauchen wir stichhaltige Beweise. Gut, das überlasse ich dir, Kondo. Immerhin bist du Hauptmann der Shinsengumi. Ihr Ruf hängt ganz allein von dir ab. Ja, Herr.
mir vielleicht helfen? Nein, diese Waren sind verboten. Ich fürchte, wir werden sie konfiszieren müssen. Dann schmecken! Du hast mich gerettet. Hier, nimm das. Sieh an, wie schön, dich hier zu sehen. Mir kam gerade ein Gerücht zu Ohren. Willst du es hören? Mir kommt es so vor, als hätte ich jedes Gerücht gehört, das in Edo die Runde macht. Also bin ich nach Kyoto, einer Stadt, in der einfach alles möglich sein soll. Ich dachte mir schon, dass wir uns wiedersehen würden. Und jetzt bist du hier, in Kyoto. Was für ein schöner Zufall, hm? Wie dem auch sei, ich habe hier ein paar nette Informationen für dich. Hör zu. Ein paar Banditen haben wohl ihr Lager beim Shinsenen. Und ihr Anführer soll ein etwas unheimliches Schwert haben. Doch jetzt kommt's. Es soll angeblich das verfluchte Katana Muramasa sein. Um dem Gerücht auf den Grund zu gehen, muss ich das Schwert selbst sehen. Könntest du dich vielleicht um den Banditenanführer kümmern und mir das Schwert bringen? Wunderbar! Angeblich sucht sogar der Shogun nach dem Muramasa. Wir müssen uns also beeilen, wenn wir es selbst in die Hände kriegen wollen. Hör auf! Töte mich nicht! Blut!
Ihr seid also dieses seltsame Gespann, das nach dem Muramasa sucht. So ein arroganter Ronin. Der Mann hat einfach überall Augen und Ohren. Er muss uns verfolgt haben. Sag mal, ist das seltsame Schwert da etwa das Muramasa? Ja, es ist in der Tat seltsam. Wir nehmen das Muramasa an uns. Rückt es raus! Wie könnt ihr es wagen, euch dem Shogun zu widersetzen? Wachen! Festnehmen! Das Schwert gewesen sein. So oder so, du bist wirklich was Besonderes. Falls du weitere spannende Aufgaben zu erledigen hast, bin ich gerne dabei. Ich würde gern weitergehen, aber in der Gegend soll es Banditen geben. Eskortierst du mich? Danke. Dann lass uns gehen. Hier lang. Wir sollten gleich da sein. Komme ich alleine zurecht. Hier, für deine Mühen.
Schatten. Wie geht es dir? Ist es... Ah. Oh, ich sehe, du hast dir viel Mühe gegeben. Schau bald mal wieder vorbei.